Hallo und willkommen zu diesem Video. Ich habe den Hinweis bekommen, dass meine letzten Videos wieder mit Rauschen waren. Ich denke, es sollte jetzt besser sein, denn irgendwie war der Filter nicht mehr da. Der ist jetzt wieder drin und dementsprechend sollte es wieder funktionieren. Gut, in diesem Video, das denke ich dieses Mal gar nicht so lang geht, geht es wieder um einen Teil für das Hofpack. Und dieses Mal möchte ich den Brunnen gestalten. Ich habe schon mal ein bisschen vorgearbeitet, da ich etwas ausprobiert habe und schauen wollte, wie es funktioniert, aber irgendwie sieht das nicht danach aus. Aber das ist nachher im Spiel auch nicht ganz so wichtig. Deswegen steht hier auch schon Brunnen, deswegen steht hier bei der XML schon Brunnen. Und auch hier ist schon alles in Brunnen geändert. Und die Moddesk ist ebenfalls schon in Brunnen geändert. Nur das Torbild kommt natürlich noch. Und genau. So. Wir gehen aber erstmal in die i3D rein. Dort, wie gesagt, habe ich schon so ein bisschen was vorbereitet. Ich habe eine Transformgruppe bereits erstellt. Habe die auf Clip-Distanz 250 gesetzt. Nein, weiter Knopf. Moment. Ich habe mir den Originalbrunnen der amerikanischen Karte runtergeholt. Ich finde den optisch ganz hübsch. Den belassen wir auch so. Und das Einzige, was ich gemacht habe, habe ich die ganzen Werte auf 250 Clip-Distanz runtergestellt. Wie ihr sehen könnt, die Kollision, damit sie einfach bleibt auf 1. Da braucht jetzt keinen Riesen. Den Grund hier, den lassen wir dort ebenfalls. Und den Eimer finde ich ein ganz nettes Gimmick. Lassen wir auch so. Ich habe eine Wasserplane eingefügt und genau das ist nämlich der Punkt, weil eigentlich sollte die sichtbar sein, aber sie ist irgendwie nicht sichtbar. Und vielleicht komme ich da irgendwie noch drauf, wieso, weshalb, warum. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir die angepasst auf die Werte der Original. Also eigentlich sollte sie auf die Originalbilder zugreifen, aber irgendwie, ihr seht, da ist nichts. Das heißt, wasserplantechnisch werde ich noch etwas suchen, damit das irgendwie optisch dann noch als Wasserplane dann sichtbar wird. Schauen wir mal. Genau, so, das ist das. Das soll das irgendwie sichtbare Wasserplane sein. Ich weiß es nicht. Denn wenn man so reinguckt, sieht man was. Aber 3 mm weiter höher ist es halt offen. Gut, egal. Das lassen wir jetzt erstmal so. Wie gesagt, vielleicht finde ich da noch eine Lösung. In der Regel findet sich da immer was. Also das haben wir, wie gesagt, soweit gemacht. Das belassen wir auch erstmal so. Wenn ich eine passende Wasserplane finde, die ich dort zu übernehmen kann, werde ich damit einfügen. Finde ich optisch ein bisschen besser. Okay. Das haben wir dementsprechend alles gemacht. Wir fügen uns nochmal die Punkte ein. Und dann haben wir hier einmal, den können wir erstmal entfernen, den Punkt. Den setzen wir uns erstmal auf 0, um dann festzustellen, der Brunnen sitzt auch nicht auf 0. Gut, dann setzen wir den erstmal auf 0. Und die Wasserplane ebenfalls erstmal auf 0. So, jetzt ist sie zumindest da. Na, vielleicht sehen wir das im Spiel auch mal anders. Die Punkte. Und den Startpunkt. So viel brauchen wir da zum Glück nicht. Den nehmen wir uns einmal dorthin, den Weitepunkt, den wir jetzt dahin und den Höhepunkt legen wir uns dahin. Dann kopieren wir das einmal und schmeißen das direkt einmal hier rein, tragen uns beide Werte in die XML ein. Da haben wir Clear. Clear ist auf der 3.
So. 3. 3. 3. Level sollte dementsprechend auf der 2 sein. Jawohl, das können wir direkt so lassen. So, speichern wir das direkt einmal, dann haben wir das auch. Und dann können wir uns noch hineinholen den Filtrigger. So. Den würde ich gar nicht so groß belassen. Wir wollen ja ruhig ein wenig an den Brunnen heranfahren. Würde ich sagen, machen wir den mal auf 3 und 3. Ich denke, das ist okay. Und setzen den mal hier direkt auf 0 und hier mal auf 0. Wo ist er dann da? Ja, das passt doch höhetechnisch auch ganz gut. Schau mal, der steht bei Punkt Nummer 4. So, erstmal diese Day-and-Night-Dinger können raus, da wir hier keine Lampen haben. Linken ist auf 4. So, Selling Point, Wasser. Hotspots gucken wir mal. Trigger-Note ist auf 4. Und ja, wir machen 1000 pro Sekunde. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Kostet natürlich nichts, da wir hier den Brunnen schon bauen müssen. Der kostet im Kauf 2500. Ja, machen wir 1 Euro Unterhaltskosten am Tag. Den braucht man nicht übertreiben hoch machen. Findet ihn unter platzierbares Sonstiges. So, und speichern wir das auch schon. Speichern das auch schon. Dann sollte es das eigentlich gewesen sein. Um das jetzt einfach mal zu testen, gehen wir mal direkt ins Spiel. Ja, wir gehen auf Farm Manager. Wir lassen das bei der Felsbrunnen. Starten das einmal. So, dann als allererstes können wir es jetzt mit dem Traktor hin und her zu düsen. Bieten wir jetzt einfach mal den hier dazu. Das Wasserfass. Springen dort direkt mal rein. Düsen mal schnell damit zum Hof. Füllen den einfach mal, testen uns einfach mal. So, und dann platzieren wir uns mal einfach direkt hier vorne. Gut, dann platzieren wir uns auch da. Kommen wir mal rein da. Okay, kommt nicht. Kann ich unten 3, 4 und G nicht lang? Okay, das ist nicht so dramatisch, aber. Und DDS, okay. Aber warum?
doch zu kleine Träger. Ich kann mir nicht vorstellen. Eigentlich kollidieren sie ja trotzdem miteinander. Dann brechen wir das einfach mal ganz schnell ab. Dann gucken wir einfach mal. Hat er gar nicht groß was geändert. So, link ein Code. Ich hatte jetzt den Trägernode geändert, aber mehr hatte ich doch gar nicht geändert. Trägernode 4. Wenn ich den öffne, bin ich doch auf der 4. Und wenn ich, so, wenn ich den hier öffne, legt der Wasserfiltrigger auf der 4. Und wenn ich jetzt hier den Wasserturm öffne, legt ihr auf der 0. Genau. Insofern alles richtig. Und 14 ist das hier. Genau, die Map-Position. Kann das ja meinetwegen auch noch kopieren. Und ich denke nicht, dass es daran liegt. Ganz hier offen. So, jetzt öffnen wir die nochmal. Dann zwei wenigen Punkte noch rein. So, den setzen wir auf die 5. So, dann haben wir den auf der 4 und den nehmen wir auf die 5. So, na dann, nächster Versuch.
Was ich daran liegen, dass der da unter dem Nullpunkt liegt? Ich habe keine Idee. Tut mir jetzt leid, dass das Video doch länger geht als geplant. Eigentlich dachte ich so 5 Minuten und das Ding ist durch. Ich würde sagen, ein Satz mit X, das war wohl nichts. Dann machen wir das mal auf 5 und 5. Und setzen mal den einfach höher. Meinetwegen auf 2. So, weil irgendwie muss das ja funktionieren. Das kann ja nicht sein, dass das plötzlich nicht mehr funktioniert. So, okay. Das lange Werk wird doch ganz gut, also lass wirklich daran. Gut, ich schaue nochmal wegen einer möglichen Wasserplane. Die würde ich dann noch hier einfügen, sodass das auch optisch so ein bisschen mit Wasser aussieht, weil irgendwie sieht das einfach noch dunkel aus. Wenn ich eine gute finde, dann baue ich die nochmal ein. Und ansonsten werde ich es wohl dabei beenden lassen. Denn. Schaut mal, jetzt ist sie doch mal sichtbar. Okay, na dann hat sich das ja mit der Wasserplane auch gerade erledigt. Wunderschön. Na dann hat sich das ja alles schon geklärt. Und dann ist der Brunnen damit fertig. Ja, tut mir leid, dass es doch etwas länger als 10 Minuten geworden sind, weil wie gesagt, eigentlich dachte ich 10 Minuten und dann kriege ich das. Hätte nicht gedacht, dass durch eine Kleinigkeit das so aufhalten kann. Aber. Gut, damit ist auch der Brunnen fertig und wir haben dann für das Hofbeck nur noch vor uns. Einen Moment, ich muss kurz umweckern. Oder so nehmen wir das. Was muss ich denn noch? Genau, das Flüssigkeitenlager, da bin ich dran. Das teile ich gerade auf. Da wird es einmal ein Milchlager geben. Da bin ich gerade am Vorbereiten und. Dann gibt es noch ein Lager für Flüssigdünger, Pestizide. Nochmal dafür eins. Und vielleicht sogar noch Wasserlager, wobei Wasser gibt es ja dort umsonst. Aber vielleicht hat man ja mal was im Hänger drin, was dann halt sonst sich auskriegt. Denke ich auch nur darüber, so ein Wassertank, wo man einfach ein paar Liter lagern kann, nichts Dramatisches. Dann kommen noch die Tiere und. Geplant ist noch ein Güllelager. Wie ich das nachher umsetzen kann, muss ich gucken. Wie weit meine Kenntnisse da reichen, aber da bin ich dran. Aber gut, für heute und für dieses Video soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Genau, und ja, wünsche euch, je nachdem, wann das Video sieht, einen schönen Tag, schönen Abend, eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss.